Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon XD. Ja, wie gesagt, beziehungsweise ihr habt erwartet, wir stehen jetzt auf dem auf der Insel Orcus O ganz oben. Ich habe mir aber vorher noch gedacht, da ich etwas trainiert habe, das zeige ich euch sofort. Übrigens ist kein Standbild, ich kann mich bewegen. Wir haben noch ein paar Pokémon zu erlösen, weil während des Trainings, naja. Dabei ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich bin hier drauf gegangen, um zu gucken, ob alle Pokémon erlöst sind. Witzigerweise kommt man aus diesem Menü nicht mehr raus, wenn man nicht ein Pokémon, das erlösungsbereit ist, auch erlöst. Schlau, ne? Naja, ich zeig's euch mal. Also wir hatten ja 6 Pokémon reingelegt. Aber guck mal, ich kann noch nicht wechseln. Ich kann nichts machen, außer A drücken. Ja, wir hatten ja 6 Pokémon drin und das erste war Schlurp. Naja, Schlurp war halt frei. Ich musste es leider erlösen, damit ich da rauskomme. Ansonsten könnt ihr die ganzen Erlösungen natürlich, wie gesagt, immer live sehen. Ich glaube, vor ein paar Folgen, Donnerblitz. Habe ich das mal auf Stream gemacht, weil ich da ein bisschen sortiert habe, die Pokémon. Naja, wir sind ja nicht mehr so viele dabei, also können wir uns überlassen. Jo, Jonville. Dann zeige ich euch mal das Team, denn wir haben halt 2 Neuzugänge im Team, die ich auf gleiches Level gebracht habe. Welche Pokémon das sind, zeige ich euch. Psychokines. Und Staffette. Und Sonntag. Und ein Band. Perfekt. Und Starmie. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch, wenn man gerade die letzten Krypto-Pokémon, die man aus den letzten Folgen noch gesehen hatte, schon direkt erlösen kann. Vor allen Dingen halt The Queens Pokémon. Ist natürlich auch schon erlösungsbereit. Glaube ich, müsste. Ja, klar, sollte eigentlich, oder? Sehen wir gleich. Eisstrahl. Nö. Next. Ja, es war nett. Ja, dann haben. Es ist schon witzig irgendwie. Und das jetzt schon mal nettisch offen. Und fit. Und rechter. Und ein Band. Gut, wie viel sind es? Noch 1 noch. Dann haben wir vorher erst auch wieder Ruhe, dann. Jetzt haben wir gerade gar kein einziges Krypto-Pokémon mehr. Sichlor. Übrigens, ich wollte was probieren und habe gemerkt, bevor wir die Hauptstory nicht einmal durchgespielt haben, kann ich sowieso keine Pokémon rüber tauschen auf die Dingens-Edition, auf meine Rubin- oder Saphir-Edition. Das steht nämlich noch in Umbauarbeiten. Sonst komm schon ganz durcheinander mit dem Reden. Bunt. Und ja. Dementsprechend könnte ich gar nicht Sichler zu Scheros entwickeln, selbst wenn ich mir die Mühe machen würde. Boah. Wir haben jetzt eine ganze Box voll. Boah, das ist schon heftig. Wie viel haben wir hier? 4 mal 39. Jetzt sind wir ja schon fast fertig mit der Erlösung. So. Hier haben wir unsere neuen beiden Pokémon. Ups.
Hier haben wir unsere neuen beiden Pokémon. Altaria und Zubiris. Altaria ist eine richtig geile Sache, auch noch mäßig. Dementsprechend hat es auch eigentlich eine passable Spezialangriff für... Also, Altaria sieht man ja als eher ein defensives Pokémon. Aber es hat auch passable Spezialangriffswerte, dadurch, dass es mäßig ist. Und innere Kraft. Halt beim Austausch. Super. So, die Attacken habe ich... Feuerodem, Aeroass und Vitalglock waren drauf. Und dann habe ich Altaria noch Eisstrahl beigebracht. Eisstrahl ist halt gut für... Ist halt eine sehr starke Attacke. Eine 95 starke Attacke. Feuerodem ist witzigerweise die stärkste Attacke, die Altaria lernen kann. Die Drachenattacke. Weil den Drachenpulsen gab es in der dritten Generation noch gar nicht. Und die Drachenklaue gibt's nur als TM und die finde ich nicht. Also ich habe ein bisschen gestöbert im Internet und habe die nicht gefunden. Also ich habe nicht gesehen, wo man die hier finden kann. So, dementsprechend haben wir jetzt... Aber das Witzige ist beim Rechnen, die Stärke von Feuerodem ist 60. Mit Stab ist sie 90. Und der Witz, Altaria kriegt ein Item, den Drachenzahn. Der verstärkt Drachenattacken um 10%. Das heißt, die Stärke von Drachenpuls ist 99. Das heißt, wenn sowohl Feuerodem als auch Eisstrahl neutral sind, und das ist es nun mal, denn eigentlich ist Eisstrahl auf alles sehr effektiv, auf das auf Feuerodem sehr effektiv ist, also auf Drachen-Pokémon. Heißt also, dass Eisstrahl nur zum Spiel kommt, wenn der Gegner ein Boden-Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon, und das war's eigentlich jetzt. Bodenpflanze. Mehr ist es gar nicht. Oder ein Flug-Pokémon ist. Ansonsten kann man immer Feuerodem einsetzen. Ein bisschen blöd. Aeroas braucht man eigentlich gar nicht. Vor allen Dingen, weil es eine physische Attacke ist, wegen dem weil Flug ja noch physisch ist. Und naja, selbst mit Stab werden es dann 90 und eine 90er Angriff mit. Naja, nur knapp 70 Angriff drauf ist nicht so stark. Dementsprechend können wir den Aeroas auch zur Not verlieren lassen. Gut, Zubiris ist dran. Zubiris kriegt das Schattenglas, also versteckt den Unlichtattacken. Es ist still und trägt das hat die Fähigkeit Adlerauge. Und die Werte sind ein bisschen durchwachsen als bei Altaria, auch ein bisschen schlechter. Aber es ist ziemlich gemixt. Vor allen Dingen als, also 72 Angriff zu 78 Spezialangriff. Das ist vor allen Dingen nützlich, weil Zubiris einen speziellen und einen physischen Typ hat. Geist ist ja nur witzigerweise noch ein physischer Typ. Das macht das Unlogische eigentlich noch unlogischer, dass Spukball, der physisch ist, die Spezialverteidigung senkt, eventuell. Also es hat schon immer getan, aber hier ist es noch physisch. Das ist ziemlich strange eigentlich. Naja, wir haben einmal die Finte, den Psychokinese und den Spukball. Spukball ist eigentlich weniger nützlich, weil Finte trifft alles sehr effektiv, was Spukball sehr effektiv trifft. Und, naja, dafür ist Spukball neutral auf Kampf. Aber dafür haben wir Psychokinese, die habe ich ihm übrigens beigebracht extra. Dementsprechend ist der Spukball total useless. Vor allen Dingen haben wir eine ziemliche, das ist auch der Witz dabei, eine ziemliche Stahlschwäche. Also nicht in der Hinsicht, dass wir Stahl-Pokémon, dass uns Stahl-Pokémon sehr wehtun können, sondern dass wir mit keiner einzigen Attacke nicht sowohl mit Altaria als auch mit Zubiris haben wir, müsst ihr unten gucken, da wo Stahl steht, keine einzige Attacke, die wenigstens neutral trifft. Ein bisschen dumm eigentlich, aber habe ich erst hinterher gemerkt. So, wir haben jetzt, ich habe die auf Level 48 gebracht, damit wir die auch mal direkt sehen gleich. In nächster Zeit. Aber vorerst... Ist eigentlich auch eine blöde Idee. Bei Krypto-Pokémon sind die halt weniger nützlich. Also, die sind halt eher so für die beiden Schadens-Pokémon. Die machen Schaden. Oder fangen auch ein bisschen Schaden ab. Denn Altaria ist ziemlich defensiv auch. Und unsere Fänger-Pokémon müssen trotzdem dabei sein. Genau. So, dann werden wir jetzt mal aufbrechen zu Insel Obscura. Ich habe jetzt auch schon genug gelabert jetzt zu unseren neuen Sachen. Und wir haben ja, beziehungsweise wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr ja noch,
dass da jemand vor dem Eingang dieser großen Kuppel wartet. Und wer noch ein bisschen genauer aufgepasst hat, weiß auch, wer da wartet. Und darauf bin ich schon gespannt, wie wir mit dieser Person umgehen können. Ob wir die leicht oder eher schwer besiegen. Zum Glück haben wir jetzt ja die Abkürzung geschaffen. So. Hier war nichts, oder? Genau. Habe ich letztes Mal auch schon nachgeguckt, das sieht so verdächtig aus. So, der Scherge von Phrenos mit den blauen Haaren wartet hier. Und wie sind wir dafür vorbereitet? Blitzer und Ursaring sind vorne, Kamarupt, Kapilz, Altaria, Zubiris. Ich schicke mal Altaria und Zubiris am Anfang rein, weil die Krypto-Pokémon von denen kommen ja immer erst sowieso zum Schluss. Von daher können wir erstmal ein bisschen mit den beiden clearen und wenn die ersten Krypto-Pokémon kommen, tauschen wir halt. Lucius. Es ist schon eine Weile her. Erinnerst du dich noch an mich? Weißt du noch, ich habe dir in Porta Portus geholfen. Dank ist aber nicht nötig. Ich habe nur einen Narren bestraft, der sein Krypto-Pokémon in Öffentlichkeit zeigte. Zu der Zeit wollten wir nicht, dass die Welt von unserem Team Kryptos, Plänen weiß. Unseren Team Kryptos Plänen weiß. So. Damals dachte ich, du wärst ein normaler kleiner Bengel. Wieder guckt, ey. Nicht im Traum hätte ich vermutet, dass du dem Kryptos ärgster und gefährlichster Feind würdest. Doch genug geredet. Du warst fähig, die Insel Obscura zu erreichen. Lass mich sehen, wozu du im Kampf fähig bist. Boah. Puh, Krypto-Vorstand Lucius. Schwalbos und Simsala, da ist ein Simsala wieder. Das ist gut, Simsala. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein Pokémon, das Eisstrahl beherrscht, das Schwalbos direkt one-hittet, und ein Pokémon, das Unlicht attacken kann und Simsala direkt one-hittet. Oh nein, wer ist denn davon? Schwalbos, toll. Okay. Und nicht mal stark. Verdammt. Gut, dann machen wir das. Ich hoffe, ein Aeroas raus, der sollte ja nicht one-hitten. Und dann hau ich eine Finte raus, um Simsala One zu hitten. Jetzt kommt wieder ein Kryptowetter, das nervt. Oh, Ice Heap. Was für ein Vollidiot! Haut Ice Heap auf das Pokémon, das keine Vierfachschwäche dagegen hat. Vor allen Dingen physische Attacke. Ah ne, ist ja speziell noch. Eis ist ja noch speziell. Und da sieht man, dass Zubiris wirklich keine guten Offensivfähigkeiten hat, wenn selbst Simsala von einer Attacke noch stehen bleibt. Wo ein Spukball wohl effektiver wäre, weil die Verteidigung ist geringer als die Spezialverteidigung. Hätte ich vielleicht mal überlegen sollen, ich Vollidiot. Egal, das gleiche nochmal. Hat ja gut geklappt, selbst mit einem Volltreffer sollte das noch nicht One-Hit sein. Und eine weitere Finte auf Simsala. Warum sind die beiden so schnell, meine Fresse? Ja gut, kein gutes Debüt für Zubiris. Na. Egal. I see. Wieder ein Volltreffer, zwei Volltreffer ineinander und dann one-hitten die auch noch beide Gegner, beide meiner Mitspieler. Toll. Sehr, sehr schönes Debüt. Ich habe mir da so viel Mühe beim Training gemacht. Das ist weg vom Wetter down. Okay. Durchbruch mal auf Simsala und eine kleine Donnerwelle auf Schwalbos. Para.
paralysiert. Kryptozorn. Ach nee, das war die Attacke, oder? Spart uns ein bisschen Schwächungsgedöns. Vor allem, weil Schwalbos in der nächsten Runde aufladen muss. Aber scheinbar halbiert es nur die KP. Also die verbleibenden KP, weil sonst wäre Sinsal erst sofort down. Das heißt, theoretisch sollten wir vor dieser Attacke keine Angst mehr haben.